Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Wenn es um so einen Komplettausstieg aus der Demokratie geht, quasi ein Demo-Krexit, wen kann man da fragen? In der Türkei ist er es, der sagt, wo es lang geht. Hin zu einem Präsidialsystem. Er könnte Gesetze per Dekret erlassen, das Parlament auflösen und hätte mehr Einfluss auf die Justiz. Und was sagt das Parlament dazu? Das Parlament in Ankara billigte seine umstrittene Verfassungsreform. Ist ja voll billig und auch voll freiwillig. In der Türkei hat sich eine unabhängige Abgeordnete ans Rednerpult des Parlaments gekettet. Im Streit um die geplante Verfassungsänderung ist es zu einer Schlägerei gekommen. Bam! Und wer ist nun dran? Nun sind die Bürger in einer Volksabstimmung Ende März gefragt. Und was kann man unterdessen machen? Unterdessen geht die Polizei in Ankara gegen Demonstranten vor, die eine Änderung der türkischen Verfassung ablehnen. Ach komm, gegen Demokratie gibt's einfach schlagende Argumente. Okay, nix für schwache Nerven jetzt. Festhalten, hier kommt die große Überraschung. Seit heute ist offiziell, der Hauptstadtflughafen kann auch in diesem Jahr nicht eröffnet werden. Fragen wir mal die Cheflitzbiebe vom Verflughafen. Was habt ihr gemacht in der Winterpause? Nun hat sich leider zwischen Weihnachten und Neujahr gezeigt, wo wir erwartet haben, dass ca. 200 Leute auf der Baustelle sind. 200? Klingt erstmal knorke. Aber am Ende dann eben nicht mal die Hälfte davon da waren. War eben plötzlich Weihnachten, kann keiner mit rechnen. Dadurch hat sich materialisiert. Also dem sein Gehirn hat Klong gemacht. Dass die Baufirmen auf Stundenbasis bei uns arbeiten. Und zwar ein Mann, eine Stunde am Tag. Kicke, da läuft er. War sonst noch was? Ach ja, Karneval im Kanzleramt. Merkel weiß ja. Man kann auch mal über Dinge lachen, die sonst eher zum Weinen sind. Und das hier ist definitiv zum Weinen.